Ja, das hier wird heute mal ein spontanes und ziemlich kurzes Video. Denn zum einen bin ich hier an der nervinglauten Straße, es wird sicherlich auch gleich wieder laut werden. Und zum anderen gibt es hierüber eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Also es geht hier heute um die Mirabelle. Und ja, also finden könnt ihr sie meistens, also ich habe sie nur in der Zivilisation gefunden bis jetzt. Meistens da, wo viele Einfamilienhäuser sind, meistens an Gehwegen, an Straßen. Bis jetzt habe ich sie nur da gefunden. Ja, und es ist halt schade, dass niemand oder fast niemand irgendwie weiß, dass man die essen kann. Also die fallen dann immer alle runter, da treten die Leute rauf, niemand isst sie, obwohl die sehr, sehr gesund und sehr lecker sind. Also ich zeige euch mal hier, damit ihr euch das so vorstellen könnt. Die sind ungefähr so groß wie eine Kirsche, wie ihr sehen könnt, so ungefähr 2-3 cm dick. Und ja, eigentlich würden hier an dem Strauch auch ganz viele hängen. Wie gesagt, nervige, laute Straße. Also wie gesagt, eigentlich würden hier ganz viele hängen. Hier sieht man jetzt nur noch ein paar hängen. Das Ding ist, ich habe die fast alle geerntet hier und viele sind auch einfach schon runtergefallen. Ich scheine auch hier der Einzige zu sein, der diese Mirabellensträucher in der Gegend hier, der die konsumiert. Ja, also die enthalten viele Vitamine und vor allem Vitamin A und Vitamin B sind hervorzuheben. Kalium, Zink, das sind so Sachen, die man hervorheben kann. Aber natürlich sind da Dutzende Vitamine enthalten. Ja, die schmecken auch einfach sehr lecker und ja, was das Verwechseln angeht, da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Also es gibt verschiedene Arten davon, selbst die Mirabelle selbst ist wohl, glaube ich, auch mal noch mal eine Kreuzung oder eine Unterart der Pflaume, habe ich mal gelesen. Manche sind gelb, manche sind rot. Die hier zum Beispiel sind welche, die, wenn sie unreif sind, noch gelb sind und dann rot werden. Die hier zum Beispiel, die ist noch ein bisschen heller. Da sieht man vielleicht noch den Gelbstich ein bisschen. Die waren hier alle noch gelb, bevor sie reif waren. Es gibt aber auch welche, die gelb bleiben. Also die dann reif sind und auch gelb bleiben. Aber ihr könnt euch da nicht an was Giftiges vergreifen, wenn es auch um diese Größe geht. Denn die sind einfach, alle Arten sind essbar. Also da könnt ihr echt nicht viel falsch machen. Ja, haltet mal Ausschau danach. Also die sind sehr lecker und da kann man richtig viele tolle Dinge mit anstellen. So, ich habe mal welche mitgenommen und dachte mir, ich zeige euch die mal im Detail. Ja, die 2-Euro-Münze, da habe ich mitgenommen, damit ihr eine Vorstellung von der Größe habt. Also wie gesagt, die sind ungefähr so groß wie eine Kirsche. Ja, hier könnt ihr euch auch das Fruchtfleisch angucken und so. Ja, also falls ihr, wenn ihr die pflückt, ja, wenn ihr euch unsicher seid, dann könnt ihr hier jetzt genau sehen, wie die aussehen. Aber wie gesagt, es gibt sowieso verschiedene Arten. Es kann auch sein, dass ihr eine Art findet, die einfach nur gelb ist, ja, also auch wenn sie reif ist. Aber ich glaube, das hier ist die meisten verbreitete Art, glaube ich. Zumindest finde ich meistens diese roten hier, die im Reifegrad am Ende dann halt auch rot sind. Ja, und allgemein nochmal, was ich ergänzen wollte, ist auch einfach, dass bei dieser Größe der Früchte, dass die Wahrscheinlichkeit, da was Giftiges zu erwischen, gegen Null geht. Ja, also die ganzen giftigen Beeren in Deutschland, die Vogelbeeren und so weiter, die sind halt alle ziemlich klein. Ja, es gibt auch welche, die sind mal ein bisschen größer, aber die kommen dann auch nicht an diese Größe hier heran. Also, naja, also habt da keine Angst. Wie gesagt, selbst, vor allem, wenn auf dem Boden ganz viele rumliegen, die da schon zermatscht sind, auch noch so ein gutes Indiz dafür, denn genau jetzt ist einfach die Reifezeit dieser Mirabelle. Und da das nie jemand pflückt, liegen die dann da zu einem plattgetretenen Matschhaufen, meistens unten rum. Also daran könnt ihr das dann auch schon leicht ausmachen.